Afrika mitten in Bayern. Diese zwei Schwestern schneidern urbayerische Dirndl aus afrikanischen Stoffen. Marie kam vor etwa 20 Jahren von Kamerun nach Deutschland, Rameh vor 30. Mitten in München haben die beiden seit 2 Jahren ihre eigene Schneiderei. Dort entstehen Dirndl, die für viele faszinierend sind. Das ist eine gewisse Magie, ich sage das immer wieder. Da liegt irgendwie, nicht weil die Sachen aus Afrika kommen, aber das ist so, wie man sagt, Afrika hat eine gewisse Magie. Diese Stoffe, diese Dirndl haben auch eine gewisse Magie. Das ist witzig. Die magischen Stoffe bringen sie zum Teil selbst aus Kamerun mit. Andere kommen aus Mali, Burkina Faso oder auch Holland. Aus den bunten Stoffen Dirndl zu schneidern, dafür braucht es Kreativität. Fängt Marie an zu nähen, weiß sie, wie das fertige Dirndl aussieht. Als Kind hat sie von ihrer Mutter nähen gelernt. Jetzt bringt ihr Stoffgefühl den neuen Trachtenlook. Ihre jüngere Schwester kümmert sich mehr um den Verkauf und die Vermarktung. Die beiden Kulturen immer im Blick. Wir gehen an diese bayerische Schnitte oder diese bayerische Kultur schon auch mit einem Respekt. Ja. Und deswegen ist es auch keine Verulkung, sondern es ist eigentlich, wir sind sehr klassisch eigentlich. Wir sind wirklich Schnitt und Stoff. Model sein für Dirndl. Hanna zeigt die Mode ihrer Mutter nicht nur hier im Laden. Zu Hause hat sie ihr eigenes. Es zu tragen ist für sie etwas Besonderes. Das ist ein anderes Gefühl, aber ein sehr schönes, wenn man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und auch ein gewisser Stolz dabei, also sagen zu können, dass es von meiner Mutter kommt. Besonders dann, wenn die Dirndl der Mutter nicht nur in Deutschland erfolgreich sind. Mittlerweile kommen Anfragen aus der ganzen Welt, auch von großen Modelabels. Sie alle wollen afrikanische Dirndl der Marke None. Doch diese sollen auch weiterhin Unikate bleiben. None bedeutet Geschenk Gottes auf Swahili. Der Name ist für uns sehr wichtig, weil wir das auch tatsächlich als Geschenk empfinden. Ein Geschenk ist für sie alle auch, dass sie ihre Ideen gemeinsam als Familie verwirklichen. Nicht nur ein Mix aus afrikanischen Stoffen und bayerischer Tracht, sondern eine Brücke zwischen zwei Kulturen. Das ist es, was die Schwestern mit ihrer Mode ausdrücken. Und sie wollen zeigen, wie stolz afrikanische Frauen sind. Die Familie lebt das schon. Doch auch jede Käuferin soll diesen Stolz aus Afrika spüren und mit den Dirndln weitertragen.